Wusstet ihr, dass Kratos in der griechischen Mythologie gar nicht der Gott des Krieges war, sondern der Gott der Stärke und Macht? Läuft ja fast auf dasselbe hinaus. Ja, Kratos ist seit diesem Auftritt hier bestimmt jedem ein Begriff. Und ich denke mal, God of War klingt auch cooler als God of Strength and Power. Und deswegen darf man das nicht zu ernst nehmen, weil die große Stärke von God of War war ja sowieso immer, die ganzen Legenden und Mythen um die griechische Mythologie in diese Spiele einzubauen. Und das auf eine sehr, sehr coole Art und Weise. Und das war auch bei Teil 1 schon so. Denn Kratos war damals und ist immer noch ein Spartaner, der vor langer Zeit mal einen Pakt mit dem Kriegsgott Ares eingegangen ist, um eine persische Armee zu vernichten, die ihn und seine Männer fast mühelos umgebracht hätten. Allerdings dauert es nicht lange und Kratos wird von Ares hintergangen, um aus ihm einen perfekten Krieger zu machen und tut deswegen wirklich schlimme Dinge, die ihn bis heute in seinen Albträumen verfolgen. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the bearer's body, a permanent reminder of Kratos' pledge. In return, ultimate power. The rage of Ares exploded from within. Und seitdem wird er auch der Ghost of Sparta genannt. Da Kratos nur einen Ausweg sieht, verschreibt er sich den Dienst der Götter, um seine Vergangenheit loszuwerden. Und wie das Schicksal es so will, bekommt er auch von Athene den Auftrag, ihren Bruder, den Kriegsgott Ares, aufzuhalten, da er gerade ein bisschen in der Stadt Athen rumwütet, wegen einem Zwist, den die beiden anscheinend hatten. We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city, fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Das würde Kratos nicht nur eventuell bei seinen Albträumen helfen, sondern bietet ihm natürlich auch eine optimale Chance zur Rache. Allerdings ist Kratos als Sterblicher nicht stark genug, gegen einen Gott anzutreten und braucht deswegen die Büchse von Pandora. Und das ist jetzt sein und euer Ziel im Spiel, die Büchse zu finden und Ares zu stoppen. Only one item in the world will allow you to defeat a god. Pandora's box, which lies far beyond the walls of Athens, hidden by the gods across the desert to the east. But be warned, Kratos. Many have gone in search of Pandora's box. None have returned. Und man hat das hier in Deutschland ja nur so ein bisschen entfernt mitbekommen, was God of War damals für einen Aufschrei in der, ja, in dem Action-Genre losgetreten hat. Da das ja mal was ganz Neues war und total brachial inszeniert, also das Spiel fängt auch schon wieder an, wie andere Spiele normalerweise aufhören, nämlich mit einem richtig krass inszenierten Bosskampf, also für damals krass inszeniert. Heute sieht es aber immer noch ganz gut aus. Und auch da hat man direkt gemerkt, dass Kratos keine halben Sachen macht und ein ziemlich brutaler Typ ist, weswegen das Spiel ja auch bei uns hier in Deutschland für ja ungefähr ein Jahr lang indiziert war und gar nicht auf den Markt rauskam, bis es dann zur erneuten Prüfung eingereicht wurde, wofür wir heute natürlich alle sehr dankbar sind. Und durch diese super Inszenierung und wie sich das Spiel dann im Endeffekt spielt, hat es damals wirklich ein ganzes Genre geprägt, könnte man sagen. Also es hat das Hack-and-Slay-Genre natürlich nicht erfunden, da gab es auch schon andere Kandidaten, wie jetzt ein Devil May Cry oder sowas vorher. Aber wie God of War das umgesetzt hat, wie es sich gespielt hat und wie super es inszeniert war, das hat noch jahrelang danach Wellen geschlagen und hat auch diesen Begriff etabliert, den jeder vielleicht schon mal gehört hat, den God of War Clone. Und jedes Mal, wenn ein Spiel ansatzweise so aussah wie God of War, wurde es natürlich immer damit verglichen, weil, ja, machen wir uns nichts vor, God of War war einfach der Genre Primus und das hat mit diesem Spiel angefangen. Für damalige Verhältnisse sah das Spiel auch super aus. Heute ist es natürlich nicht mehr ganz zeitgemäß, weil PS2-Grafik altert halt etwas schlecht. Das sieht man auch hier. Das, was wir hier sehen, ist allerdings die PS3 HD Remaster Collection, wo auch Teil 1 und Teil 2 enthalten sind, und die haben die Grafik schon so ein bisschen aufgewertet, aber gerade so Texturen und auch Charaktermodelle, die sehen heutzutage echt ziemlich veraltet aus. Kratos! Please, Athena, you've arrived! Es gibt hier und da aber
ein paar Render-Cutscenes, die die Story auch so ein bisschen ja mehr ins Licht drücken, wenn man so sagen will. Und die sehen heute auch noch ganz gut aus. Aber in Sachen Render-Cutscenes auch schon wieder ein bisschen veraltet. Aber sie sind trotzdem so ein kleiner Leckerbissen neben der doch dann angestaubten Grafik, die man sonst so bekommt. Oracle spoke of Pandora's box. Can it be real? The box exists. Und wenn man God of War kennt, dann weiß man eigentlich, was man da kriegt. Und das ist halt dieses sehr gut gemachte Kampfsystem, was damals ja schon aus dem Stand raus richtig gut funktioniert hat. Man steuert halt Kratos, der mit seinen zwei Chaos-Klingen, die hat wirklich viel Schaden anrichten kann. Und da haben sie es damals schon richtig gut hinbekommen, dass es wirklich simpel funktioniert. Es gibt ein paar Kombos, die man auslösen kann. Und es ist quasi so, egal was für Tasten ihr in welcher Reihenfolge drückt, es sieht immer cool aus. Und es ist auch immer sehr, sehr wuchtig inszeniert. Gerade wenn ihr so einen Gegner trefft mit einem Schwert, dann wackelt immer so ein bisschen der Bildschirm, was einem dann halt wirklich gutes Gefühl dafür gibt, dass hinter diesen Schlägen so richtig viel Wucht steckt. Ja, und auch da hat sich dann damals so ein bisschen diese Brutalität rausgezeigt, weil es fließt natürlich ordentlich Blut. Es gibt auch so ein paar Moves, wo Kratos seine Gegner einfach in der Mitte zerreißen kann und so weiter. Und das war damals für den deutschen Markt natürlich nicht so gern gesehen. Heute kann man sich das eigentlich problemlos angucken, weil es sieht heutzutage wirklich relativ zahm aus, was halt an der doch angestaubten Technik hinter dem Spiel liegt. Wenn ihr mal so ein paar größere Gegner vor euch habt, dann gibt es auch mal wieder die altbekannten Quicktime-Events, die ja auch so einen neuen Aufschwung durch die God of War-Serie bekommen haben. Die waren damals ja schon so zu Shenmue-Zeiten so mal ein bisschen im Aufkommen und dann sind sie wieder ein bisschen abgeflacht und God of War hat sie dann zurückgebracht. Und das ist halt auch wieder so eine Geschmackssache. Wie gesagt, es gibt viele, die mögen die, viele, die hassen die. Und da gibt es, glaube ich, nur zwei Meinungen. Und die sind hier aber auch wirklich sehr cool inszeniert. Und es macht einfach Spaß, wenn ihr wirklich wieder so einen richtig großen Gegner vor euch habt und da dann das Symbol aufploppt über seinem Kopf und ihr ihn dann, ja, sehr, sehr stylisch mit Kratos halt in seine Einzelteile zerlegen könnt. Und sollte das alles nicht helfen, um die Gegner zu besiegen, dann verfügt Kratos in God of War 1 auch über einen, ja, so einen Rage-Modus, den man durch Schläge und Kombos aufladen kann. Und wenn man den entfesselt, dann leuchtet Kratos blau und macht ordentlich Schaden und auch so ein paar neue Kombos. Und das sieht einfach nochmal stylisch aus und kann euch auch aus der ein oder anderen brenzlichen Lage befreien. Aber das ist immer noch nicht alles, womit ihr euch der Gegner erwehren könnt, denn Kratos bekommt, auch wenn man es nicht vermuten könnte, wenn man so die späteren Teile kennt, ein bisschen Unterstützung der Götter des Olymps und die verleihen ihnen dann verschiedene Mächte, mit denen ihr die Gegner auch bekämpfen könnt. Manchmal allerdings auch die eine oder andere Waffe. Und da sind dann so Zauber dabei wie ja, große Flächenangriffe, wo ihr Gegner mit Elektroblitzen schocken könnt. Oder ihr könnt Gegner mit dem Kopf der Medusa versteinern und sie zerstören. Also die haben da wirklich schon aus dem Vollen geschöpft, was so die griechische Mythologie angeht und haben das irgendwie versucht, alles so unterzubringen. Nicht nur in Form der Welt, sondern auch so in Form der Waffen. Und das fand ich damals auch schon immer sehr cool. Die ganzen Waffen und Fähigkeiten, die ihr auf eurer Reise findet, können natürlich auch wieder mit roten Orbs, die ihr von besiegten Gegnern oder von Truhen erhaltet, aufgewertet werden. Und die machen eure Waffen und eure Fähigkeiten dann halt noch ein bisschen stärker. Was mir hier aufgefallen ist, ich glaube, in den nächsten Teilen variiert das, wie viele Orbs ihr bekommt, je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt. Ich glaube, das war bei God of War 1 noch nicht so oder es war an sich noch ein bisschen härter. Ich habe nicht jeden Schwierigkeitsgrad ausprobiert, muss ich sagen. Aber hier schafft man es wirklich selten, in einem Spieldurchgang alles aufzuwerten, weil man da doch relativ viele rote Orbs braucht, um sowas aufzuwerten und auch nicht so viele bekommt, zumindest nicht am Anfang des Spiels. Und da muss man dann schon so ein bisschen abwägen, was man aufwertet und was eben nicht. Ihr könnt euch aber auch wieder ein bisschen stärker machen, indem ihr auch wieder die Gorgonenaugen und die Federn findet in verschiedenen Kisten in der Spielwelt, die dann mal wieder eure Lebensenergie und eure Mana, also eure Zauberkraft, ein bisschen erweitern. Was mich aber damals wirklich beeindruckt hat bei dem Spiel, und das habe ich ja auch nachgeholt, da war es ja auch schon relativ alt, also ich habe es damals nicht auf der PS2 gespielt, sondern auch erst mit der HD Collection, die rauskam, und die kam ja irgendwie 5 Jahre, nachdem es eigentlich erschienen ist, raus. Aber mich hat es dann trotzdem sehr begeistert, weil das Spiel in Sachen Leveldesign und den Orten, die man besucht, sehr, sehr abwechslungsreich ist. Und auch irgendwie dann doch ein Stück noch besser als jetzt die Spiele, die ich zum Beispiel jetzt schon davor gespielt habe, chronologisch, wie jetzt ein Ascension oder ein Chains of Olympus, wo es viele Orte gab, die man mehrmals besucht haben oder die einfach nicht so spektakulär aussahen.
Aber hier ist man, reist man wirklich, hat man das Gefühl, durch quer Griechenland irgendwie, weil jedes neue Level irgendwie ganz anders aussieht als das andere. Und natürlich auch wieder gespickt ist mit manchen unglaublichen Panoramen, die damals einem wirklich haben den Mund offen stehen lassen, als die Grafik noch relativ aktuell war. Aber auch heute noch ja wirklich rüberbringen, was die Entwickler damit damals zeigen wollten. Also der Effekt kommt trotzdem immer noch gut rüber, auch wenn die Grafik ein bisschen angestaubt ist. Und das Spiel hat mir damals auch wirklich die griechische Mythologie wirklich nahegebracht. Also ich habe davor eigentlich damit nichts am Hut gehabt. Aber God of War hat mich damals so begeistert, dass ich mich wirklich dafür interessiert habe. Und ich weiß, dass sie nicht 1:1 irgendwie übernommen wurde und dass da auch viel geändert wurde, damit es halt ins Spiel passt. Aber man lernt dann doch schon so ein paar Sagen und Legenden kennen und auch so ein paar Gottheiten, die man vielleicht vorher nicht kannte und wofür die eigentlich stehen und so. Und wie die das so in diese Welt eingebaut haben und in das Spiel, fand ich schon immer sehr, sehr toll. Und auch wie die Level ineinander übergreifen, finde ich sehr, sehr cool, weil man kommt später auch in einen großen Tempel, was auch schon wieder sehr gigantische Ausmaße hat, weil der von einem Titan auf dem Rücken getragen wird. Also wie abgefahren ist das denn bitte? Und es sieht auch heute immer noch sehr, sehr beeindruckend aus. Und einfach die Idee dahinter ist so faszinierend. Und in diesem Tempel, wie das alles zusammenspielt, das ist richtig, richtig gut gemachtes Leveldesign. Da muss man nämlich verschiedene Rätsel und Geschicklichkeitsaufgaben bestehen. Wovon ich eigentlich auch nie so der Fan bin, gerade nicht von Rätseln oder so. Aber bei God of War haben die mir fast immer Spaß gemacht. Und so logisch, wie die halt aufgebaut sind, ineinander übergreifen, das ist schon echt große Kunst. Allerdings ist hier nicht alles Gold, was glänzt, gerade was die Geschicklichkeitsaufgaben angeht. Es gibt nämlich so ein paar, die sind aus heutiger Sicht echt richtig happig, weil man da wirklich, wirklich gutes Timing braucht und an manchen Stellen da auch echt verzweifeln kann. Und das ist heutzutage eigentlich nicht mehr so wirklich benutzerfreundlich, könnte man sagen. Und da gibt es halt so ein paar wirkliche Nervstellen, wo man wirklich diese Aufgabe mehrmals versuchen muss, weil das Timing einfach so knapp bemessen ist. Und das kann einem schon echt auf die Nerven gehen. Und ich sag's mal so, der Typ, der den letzten Level oder einen der letzten Level designt hat, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wenn man ja in einen bestimmten Ort in der Story gerät, der Typ ist einfach ein Bastard. Das kann ich nicht anders sagen. Der ist, glaube ich, ein kleiner Masochist, der gerne Leute quält, weil man da sehr viel balancieren muss auf sich bewegenden Objekten. Und das zu meistern ist dann doch nicht so einfach und kann einen echt schon mal zur Weißglut treiben. Und das ist, glaube ich, auch so die eine Stelle, die wirklich vielen im Gedächtnis geblieben ist, als wirklicher Negativpunkt. Und die hat mir auch beim erneuten Durchspielen wirklich nicht Spaß gemacht. Ja, es ist keine schöne Stelle, man kämpft sich da so durch, aber wird danach trotzdem wieder mit ja, großer Epicness belohnt. Deswegen, ich finde, God of War hat damals schon vieles, vieles richtig gemacht und nicht umsonst wirklich ein ganzes Genre geprägt, wie schon angesprochen, und hat sich den Thron auf Platz 1 der Hack'n'Slays oder der Action-Adventures oder wie auch immer man, in welche Kategorie man das stecken will, sich redlich verdient. Auch wenn die Technik wirklich angestaubt ist mittlerweile und auch gerade der Sound so ein bisschen kratzig ist teilweise oder ein bisschen dumpf, und es auch so hier die eine andere Nervpassage gibt, ist es trotzdem ein wirklich cooles Spiel, was einem wirklich in Erinnerung bleibt und ja, zu Recht so hoch gelobt wird. Deswegen kann ich God of War 1 auch wirklich eine 8 von 10 geben, weil es auch heute immer noch sehr viel Spaß macht, gerade dadurch, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass ihr auch immer neue Gegnertypen trefft im Laufe des Spiels. Und wie das einfach alles so ineinander greift und wie die Story präsentiert ist, die ja auch sehr episch ist und sehr tragisch, aber auch mit was mit Kratos und so passiert ist. Das ist schon echt cool gemacht. Und ich finde, dieses Spiel hat es so sehr wie fast kein anderes verdient, ein richtiges Remake zu bekommen. Aber von mir aus auch nur ein wirkliches grafisches Remake, damit es alles richtig toll aussieht. Vielleicht mit ein paar neuen Animationen. Die müssen das ganze Spiel nicht komplett neu umgestalten oder so. Das kann von mir aus genauso bleiben, bis auf den letzten Abschnitt vielleicht ein bisschen angenehmer machen. Und ansonsten nur die Grafik wirklich aufpolieren auf heutige Standards. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Weil das Spiel hat es auf jeden Fall verdient. Und wenn ihr jetzt auch noch nicht genug bekommen könnt von Kratos und seinen Abenteuern, dann kann ich euch da auch wieder ein Let's Play von mir empfehlen, sage ich mal. Und das ist, ja, das Let's Play liegt mir doch relativ am Herzen, weil es hat so ein bisschen so den Startschuss damals für meinen Kanal gegeben. Also es war jetzt nicht das erste Let's Play, was ich gemacht habe, aber durch God of War bin ich ja so ein bisschen damals bekannt geworden. Da sind die Leute dann auf mich angesprungen, könnte man sagen. Und das hat halt mit God of War 1 angefangen. Und deswegen liegt mir das auch sehr am Herzen. Und ja, ihr müsst halt euch nur im Klaren sein, dass die Qualität von dem Video heutzutage natürlich nicht mehr so wirklich überzeugen kann.
Aber wenn ihr da aus nostalgischen Gründen wegen des Spiels oder auch vielleicht wegen des Let's Plays nochmal reingucken möchtet, dann könnt ihr das gerne tun.